Der Anlass war ein Text von Alain Finkielkraut in der Zeit, glaube ich, der also mit einem harschen Vorwurf gegenüber den Deutschen kam und sagte, die Deutschen machen einen folgenreichen Fehler, weil sie nämlich keine Feinde thematisieren, keine Feinde zu erkennen scheinen, sondern nur noch sprechen von den anderen, aber nicht den Feinden. Aber man könnte natürlich sagen, dass diese Freund-Feind-Unterscheidung und diese krasse, eindeutige, trennscharfe Unterscheidung ein, wie Baumann irgendwann mal sagt, ein behaglicher Antagonismus ist. Die Feinde sind das, was wir nicht sind. Wir und die, die nicht wir sind. Das ist definiert, das ist von vornherein klar, das ist von vornherein fest und die einen können sich in ihrer eigenen, in ihrer Identität, ihrer nationalen oder völkischen oder sonst welchen Identität einrichten und abgrenzen und können sich anmaßen zu definieren, wer diese Feinde eigentlich nun ganz genau sind. Und da ist der Begriff Fremdheit einer, der da total zwischenfunkt. Denn das eigentliche Bedrohliche sind nämlich dann nicht die Feinde, die wir ja scheinbar schon kennen als Gegenstücke und Gegenteil von uns, sondern sind die Fremden, wo wir nicht wissen, sind sie Freund oder Feind, wo immer eine Mischung von Bedrohung und Attraktivität mit ihnen verbunden ist. Man kann natürlich auch ganz anders argumentieren, nämlich sagen, wir sind alle fremd. Wir sind alle fremd. Wir sind in dieser Welt fremd. Wir sind hier nicht heimisch. Wir sind hier alle auch Durchgängerinnen. Und wir haben eigentlich die Aufgabe, mit dieser Fremdheit zu leben. Und damit nicht nur die anderen als Fremde zu definieren und gucken, ob wir damit irgendwie einigermaßen angstfrei über die Runden kommen, sondern uns sagen, dass wir auch fremd sind. Und dass wir eigentlich überhaupt keinen Grund haben zu meinen, wir könnten diese Welt und uns selbst und andere Menschen verstehen. Und dass der Riss, den viele so jetzt so schockierend finden, eigentlich etwas ist, mit dem wir uns längst hätten beschäftigen können. Also Menschen, solange wir leben. Ich meine, wenn ich von mir mal reden darf, ich meine, ich bin jetzt schon so alt und die entscheidende Erfahrung ist ja die, dass meine Generation aus dem schrecklichen 20. Jahrhundert stammt und dass wir dieses 20. Jahrhundert von Anfang an miterlebt haben. Also das heißt, die zweite Hälfte davon, den Nationalsozialismus und den Krieg und alles, was danach kam. Und dass da ein Kummer, sage ich mal, und auch ein Entsetzen bleibt, das nie vergeht. Und sodass die gegenwärtigen Ereignisse auch sich immer vor diesem Hintergrund abspielen und ereignen. Es gibt ja diese schöne Formulierung von Hannah Arendt mit dem Satz von Sokrates, der gesagt hat, es ist besser, übel zu erleiden, als übel zu tun. Und die Interpretation von Arendt geht dann in die Richtung, dass sie sagt, es ist deswegen, muss das so sein, weil man niemandem raten sollte, mit einem Übeltäter oder einem Mörder zusammenzuleben. Das heißt also, in mir ist dann diese Figur, die dieses Übel, diese ganzen Gemeinheiten, diesen ganzen Hass verbreitet, der ist in mir, wenn ich das selber akzeptiere. Und das heißt, das Denken, auch das politische Denken, etwas ist, was ich mit mir selbst veranstalte. Das heißt, den Dialog mit mir selbst aufzunehmen. Und da sollte ich nicht mit einem Feind, sondern mit einem Freund sprechen. Das heißt, also der Dialog mit sich selbst als absolute Grundlage des politischen Denkens oder überhaupt des Denkens, der eigentlich zur Konsequenz hat, dass man da mit einer Instanz oder einem zweiten Ich oder so sich auseinandersetzt,
der einem zwar nicht immer zu nach dem Munde redet, aber der eine, ein freundschaftliches Verhältnis zu dieser Person hat, damit einem auch geholfen wird. Geholfen wird in diesen ganzen wahnsinnigen Antagonismen und Fragen, die das Leben mit sich bringt. Es sind die Menschen anwesend, die es sind. Also das heißt, wir müssen mit ihnen auskommen. Und da hat ja Judith Butler den, finde ich, sehr für mich sehr wichtigen kurzen Satz immer wieder gesagt, nämlich auch mit denen, die wir uns nicht ausgesucht haben. Das heißt, wir haben keine Wahl. Wir können nicht wählen, wen wir passend oder unpassend finden. Ich finde interessant, das ist mir auch erst in letzter Zeit aufgegangen, dass ja der Feminismus, ich sage jetzt mal wir, nicht von Feinden gesprochen haben, auch schon in der Anfangszeit des Feminismus nicht, sondern von Tätern. Und das ist ja kein Zufall. Wenn man von Tätern spricht, spricht man von Menschen, die eine Tat verbrochen haben, also Gewalt oder sonst mögliche Sachen. Man spricht von Tätern. Und die Rede von Tätern heißt, dass man nicht die Gesamtperson identifiziert mit der Tat, sondern dass man eine Unterscheidung vornimmt zwischen Tat und Menschen. Ich habe mich eigentlich, als mir das nochmal klar wurde, eigentlich gefreut darüber, dass wir auf diese Dichotomie Freund und Feind ganz verzichtet haben. Weil man durch diesen Gedanken der Mittäterschaft wusste, dass Frauen durchaus in der Lage sind, diese ganze verhängnisvolle Entwicklung mitzutragen. Aus einem allerdings anderen gesellschaftlichen Ort. Nicht aus einem dominanten Ort, sondern meistens jedenfalls aus einem untergeordneten gesellschaftlichen Ort. Aber in der Konsequenz damit als Dienerinnen für dieses System, was also eine jahrtausendealte Sünde, würde ich mal sagen, mit sich getragen hat, nämlich die Hälfte der Menschheit von der gemeinsamen Gestaltung der Welt auszuschließen.